Der Tag wird kommen, an dem die Götter Ägypten verlassen. Sie werden in den Himmel zurückkehren und die Menschen ihrer Gegenwart berauben. Dann wird dieses geheiligte Land mit all seinen Tempeln nur noch von Grabstätten bedeckt sein. Was bleibt, sind diffuse Geschichten, denen die Nachwelt keinen Glauben mehr schenkt. Und in Stein gemeißelte Worte, die niemand mehr lesen kann. Die Berichte griechischer Reisender der Antike über die Weisheit der alten Ägypter haben die Jahrhunderte überdauert. Napoleon Bonaparte will mit einer Expedition nach Ägypten die Macht der Engländer im Mittelmeerraum schwächen. Der ungestüme Feldherr ist davon überzeugt, wie vor ihm Alexander der Große und Cäsar, im Orient Ruhm und Macht zu erlangen. Er erklärt den Einwohnern von Kairo, sie täten gut daran, sich nicht zu widersetzen. Ihre Familien hätten nichts zu befürchten und er werde die Religion des Propheten respektieren. Bonaparte wird von einer lebenden Enzyklopädie begleitet. 167 Wissenschaftler aller Forschungsgebiete. Die Musulmanen misstrauen diesen jungen Revolutionären, die nicht an Auferstehung und ein Leben nach dem Tod glauben und die menschliche Vernunft über alles stellen. Napoleon gründet in Kairo das Institut d'Égypte pour les Sciences et les Arts, das über eine Bibliothek, Laboratorien und eine Druckerei verfügt und eine Zeitschrift herausbringt, den Courrier de l'Égypte. In einer Ausgabe des Courrier de l'Égypte liest der 9-jährige Jean-François Champollion eine Nachricht, die großes Aufsehen erregt. In Rosette im Nildelta hat man einen Stein aus sehr schönem schwarzen Basalt gefunden. Eine Seite ist poliert und weist drei verschiedene Inschriften auf. Die erste wurde in griechischer Schrift zur Regierungszeit eines gewissen Ptolemaios eingemeißelt. 200 Jahre vor Christus. Der zweite Text ist in einer unbekannten Schreibschrift gehalten. Der dritte besteht aus Hieroglyphen. Dieser Stein ist von großem Interesse für das Studium der Hieroglyphen und birgt vielleicht sogar den Schlüssel zu ihrer Entzifferung. Dank der Zeitschrift Courrier de l'Égypte kann die Familie Champollion von Figeac aus den Verlauf von Napoleons Feldzug verfolgen. Jean-François, der jüngste Spross der Familie, ist hochbegabt. Im Alter von 5 Jahren hat er sich mit einem Gebetbuch selbst das Lesen beigebracht. Seine Begeisterung für das sagenhafte Ägypten teilt auch sein älterer Bruder, der sich erfolglos um die Teilnahme an Napoleons Feldzug beworben hat. Wie viele Franzosen sind die Brüder Champollion von Berichten über dieses exotische Land fasziniert. Thank you.
Zwei wissenschaftliche Kommissionen unter der Leitung des Mathematikers Joseph Fourier machen eine Bestandsaufnahme der großen Bauwerke, die präzise abgezeichnet und vermessen werden. Stets werden die unverständlichen Inschriften einer verschwundenen Kultur sorgfältig kopiert. Napoleons Traum von der Beherrschung des Orients endet mit einer militärischen Niederlage. Die siegreichen Engländer bemächtigen sich der französischen Antikensammlung, darunter auch der kostbare Stein von Rosette. Jean-François Champollion lebt mit seinem älteren Bruder in Grenoble. Neben dem Lateinisch- und Griechischunterricht am Gymnasium widmet er sich begeistert dem Studium alter Sprachen und übersetzt die Schöpfungsgeschichte aus dem Hebräischen. Er interessiert sich für chinesische Ideogramme, lernt Arabisch, Syrisch, Chaldäisch. Mit 14 schreibt er sein erstes Essay, das bereits Zeugnis seines umfangreichen Wissens gibt. Es mag seltsam anmuten, dass ich in den orientalischen Sprachen die Etymologie der Eigennamen aus den griechischen Sagen verfolge. Man darf jedoch nicht vergessen, dass die Griechen einen Großteil ihrer Sagen aus dem Orient und vor allem von den Ägyptern übernahmen. Der Mathematiker Joseph Fourier, früher Sekretär am Institut d'Égypte, ist inzwischen Präfekt des Departements Isère. Er erstellt den Bericht über die Forschungsarbeit während der ägyptischen Expedition, unterstützt von Champollions älterem Bruder, der inzwischen sein Mitarbeiter ist. Der junge Jean-François nutzt diese Chance und vergräbt sich in den Archiven des Instituts. Fourier ist von der Intelligenz und Reife des Gymnasiasten fasziniert. Er bestärkt ihn in seiner Berufung und lädt ihn zu wissenschaftlichen Zusammenkünften ein. Hier trifft Champollion einen christlichen Mönch aus Ägypten, der ihm erzählt, dass die Sprache der Pharaonen noch immer lebendig ist. Und zwar im Koptischen, das in der Liturgie der Wüstenklöster gesprochen wird. Champollion ahnt, dass die Beherrschung des Koptischen bei der Entzifferung der Hieroglyphen hilfreich wäre. Ich möchte die ägyptische Nation der Antike gründlich und kontinuierlich studieren. Von allen Völkern nehmen die Ägypter den ersten Platz in meinem Herzen ein. Champollion studiert mittlerweile seit 2 Jahren in Paris. Ich übersetze alles, was mir durch den Kopf geht, ins Koptische. Ich träume auf Koptisch und führe Selbstgespräche auf Koptisch. Ich möchte diese Sprache so beherrschen wie das Französische, denn darauf wird meine große Arbeit über die Hieroglyphen basieren. Ich habe die Papyrusrollen ständig vor Augen. Ich hoffe, es ist mir bestimmt, diesen Sieg zu erringen. Er kopiert die Handschriften in der kaiserlichen Bibliothek wieder und wieder, als könne er so ihr Geheimnis lüften.
Ich studierte die Obelisken und brütete tagelang über ihren Inschriften. Doch ich verstand nichts. Champollion befragt die ehemaligen Expeditionsteilnehmer, so auch Vivant Denon, der als erster die archäologischen Fundstätten Oberägyptens erforschte. Denon ist inzwischen Direktor des Musée Impérial du Louvre. Über ihn lernt Champollion die Verfasser der Enzyklopädie kennen, die Napoleon in Auftrag gab. Die Zeichnungen dieses Werkes mögen vielleicht archäologischen Studien nutzen, aber die Erklärungen zu den Hieroglyphen sind mehr als kläglich. Champollion besorgt sich eine Kopie der Inschriften des Steins von Rosette und macht sich mit Begeisterung an die Arbeit. Er will als erster die heilige Schrift des alten Ägypten entziffern. Der Stein von Rosette wurde bereits 10 Jahre zuvor entdeckt. Doch trotz zahlreicher Versuche in ganz Europa ist bisher niemand seinem Geheimnis auf die Spur gekommen. Der neue Herrscher Ägyptens, Pascha Mehmet Ali, möchte sein Land mit Hilfe ausländischer Experten modernisieren. Darunter genießt vor allem der französische Konsul Drovetti sein Vertrauen. Drovetti benutzt seine Position zum Aufbau einer bedeutenden Antikensammlung. Ein künstlerisch begabter Abenteurer, der raffinierte und skrupellose Jean-Jacques Riffaut, leitet für den Konsul umfangreiche Ausgrabungen in Theben. Auch der Italiener Belzoni widmet sich einer wahren Herkulesarbeit. Er legt den Eingang des großen Tempels in Abu Simbel frei, der seit der Antike unangetastet geblieben war. Kann ein Volk, das offensichtlich für die Ewigkeit baute, einfach vom Erdboden verschwinden, ohne den Schlüssel zu seiner Sprache und seiner Schrift zu hinterlassen? Seit 3 Jahren lehrt Champollion alte Geschichte an der Universität von Grenoble. Er wurde mit 18 Jahren berufen und ist somit der jüngste Professor Frankreichs. Das erregt sowohl Bewunderung als auch Neid. In einem ehrgeizigen Werk fasst er seine Kenntnisse zusammen. Außerdem arbeitet er an einer koptischen Grammatik. Das ägyptische Volk übernahm bei seiner Bekehrung zum Christentum von den Missionaren auch die griechische Buchstabenschrift. Damit kehrten die Ägypter sich für immer von der Religion, der Geschichte und den Institutionen ihrer Vorfahren ab. Die Inschriften der Bauwerke wurden dadurch für ihre Nachkommen unverständlich. Der Stein von Rosette befindet sich in London. Und auch der englische Arzt Thomas Young arbeitet daran. Er zählt Zeichen, vergleicht und klassifiziert.
Er vermutet, dass der Name des Pharaos Ptolemaios, der in dem griechischen Text mehrmals vorkommt, in den Rahmen steht. Er kann jedoch die Bedeutung der einzelnen Zeichen nicht korrekt bestimmen. . 1814 kündigt Thomas Young die bevorstehende Entschlüsselung der Hieroglyphen an. Champollion erklärt wenig später: Was ich von den Entdeckungen Dr. Youngs weiß, beruhigt mich. Ich habe noch genügend Zeit. Napoleon ist von der Insel Elba geflohen und hält mit Triumph Einzug in Grenoble. Die Brüder Champollion werden dem Kaiser vorgestellt, der Jean-François Unterstützung bei der Veröffentlichung seiner koptischen Grammatik zusagt. Nach Wiederherstellung der Monarchie werden die beiden Brüder verbannt. Die Herren Champollion sind mit auffälligem Eifer für die Sache Napoleons eingetreten. Der Jüngere ist sehr gebildet und hat ein leidenschaftliches Temperament, was ihn zu einer Gefahr machen könnte. Die Regierung hat beschlossen, ihnen ihre Heimatstadt Figeac als Aufenthaltsort zuzuweisen. Hoffentlich schickt man mir baldigst meine Handschriften, meine Papiere und vor allem meine Kopie der Inschriften des Steins von Rosette. Ende 1817 darf er nach Grenoble zurückkehren. Trotz mehrerer Rückschläge aufgrund irriger Annahmen setzt Champollion seine Forschungsarbeit hartnäckig fort. Ich habe bereits über 300 verschiedene Zeichen identifiziert. Zu viele, um ein Alphabet darzustellen, aber auch zu wenige, um die Wörter einer Sprache darstellen zu können. Und wenn die Schrift der alten Ägypter dieselbe Besonderheit wie die ihrer Nachbarn aufwiese? Im Arabischen und Hebräischen schreibt man nur das Gerüst der Wörter in Form von Konsonanten und der Leser muss die kurzen Vokale ergänzen. Auf den Papyrusrollen benutzten die Schreiber eine abgewandelte Schrift mit vereinfachten Zeichen. Man nennt das hieratische Schrift. Aus dieser Schreibschrift entstand dann die volkstümliche Schrift auf dem Stein von Rosette. . 1821 ist Champollion empört darüber, dass man aus dem Tempel von Dendera ein Deckenrelief herausgesprengt und mit großem Aufwand nach Paris transportiert hat. Es handelt sich um eine Darstellung des Himmels mit den 12 Tierkreiszeichen. Das Alter des Flachreliefs wird Gegenstand einer heftigen Kontroverse. Manche behaupten, es sei über 15.000 Jahre alt, was die gesamte Chronologie der Bibel in Frage stellen würde. Champollion untersucht das Tierkreisrelief und beweist, dass es aus griechisch-römischer Zeit stammt. Seine Analyse beendet den Streit zwischen Wissenschaftlern und Katholiken. Am 14. September 1822 hat Jean-François Champollion nach vielen Jahren vergeblicher Versuche eine Eingebung und findet endlich des Rätsels Lösung. Ägyptische Schriftzeichen drücken mal ganze Gedanken, mal einzelne Laute aus. Sie sind gleichzeitig phonetisch, bildhaft und symbolisch. Einen Laut stellten die Ägypter in Form eines Bildes dar, das mit diesem Laut beginnt.
Der Löwe, auf koptisch Laboi, bezeichnet den Laut L. Das Zeichen steht auch für das Tier und den Begriff des Herrn. Die Hand, auf koptisch Tot, bezeichnet den Laut T. Sie steht auch für eine Hand und eine Maßeinheit. Der Mund, auf koptisch Ro, bezeichnet den Laut R. Er kann außerdem für eine Tür stehen. Ausgehend von den Zeichen, die er kennt, entziffert Champollion den Rahmen auf dem Stein von Rosette. T, T, O, L, M, Aio, S, Ptolemaios, Ptolemäus. Dank einer griechischen Inschrift weiß Champollion, dass dieser Rahmen auf dem Obelisken von Philae den Namen Kleopatra enthält. Durch Einsetzen der bereits bekannten Buchstaben kann er die restlichen Zeichen entschlüsseln. Er ist jetzt in der Lage zu lesen. A. L, K, S, A, N, T, R, S, Alexander. Nach und nach erstellt er eine Tabelle mit Entsprechungen zwischen diesen phonetischen Zeichen und dem griechischen Alphabet. In der Académie des Belles-Lettres präsentiert er sein Entschlüsselungssystem einem namhaften Publikum. Nach anfänglichen Auseinandersetzungen mit Thomas Young wird ihm das Verdienst der Entschlüsselung zuerkannt. Seine Kenntnisse des Koptischen ermöglichen ihm nun sehr schnelle Fortschritte. Die Sonnenscheibe wird auf Koptisch Ra genannt. Die beiden letzten Zeichen werden S ausgesprochen. Das Zeichen in der Mitte heißt Mess, was auf die Welt bringen bedeutet. Die Sonne hat ihn auf die Welt gebracht. Ramses, den größten aller Pharaonen. Die Schrift basierte also seit jeher auf dem Prinzip einer Kombination von Bildern und Lauten. Anhand einer Transkription der Königsliste im Tempel von Abydos entschlüsselt Champollion die Namen der Vorgänger des jungen Ramses II. Alte, längst vergessene Pharaonen wie Amenophis halten Einzug in die Geschichte. Champollion nutzt seine Erkenntnisse zur Katalogisierung und Beschreibung der Götter und ihrer symbolischen Darstellung. Konsul Drovetti bietet Ludwig dem 18. seine kostbare Sammlung zum Kauf an. Doch seit dem Streit um das Tierkreisrelief traut der König ägyptischen Reliquien nicht mehr und findet die Preise überhöht.
Daraufhin erwirbt der König von Piemont die Trovetti-Sammlung und bereichert Turin um das erste ägyptische Museum der Welt. Champollion eilt nach Turin und sieht zum ersten Mal mit eigenen Augen die Erhabenheit der ägyptischen Kunst. Es ist ein Schock. Nie sah ich etwas so Schönes. Auf eine solche Pracht war ich nicht gefasst. Man kann nur bedauern, dass Frankreich durch die Kleinlichkeit unserer regierenden Politiker um diese Kulturdenkmäler gebracht wurde. Mehrere Monate lang studiert und klassifiziert Champollion die Sammlung. Ich entziffere alles aus purem Vergnügen. Kein Text bereitet mir mehr Schwierigkeiten. Ich fand Hinweise auf Jahre, an die die Geschichte keinerlei Erinnerung mehr hatte, und Namen von Göttern, denen seit 1500 Jahren kein Altar mehr errichtet wurde. Champollion entschlüsselt den Kalender. Das Sonnenjahr umfasst drei Jahreszeiten von jeweils vier Monaten. Die Ägypter verwendeten ein Dezimalsystem. Einer, Zehner, Hunderter, Tausender. Als ich die Ramses-Statue zusammenfügen ließ, war ich überrascht, dass kein einziges Teil fehlte. Immer wenn ich ihn betrachte, meine ich, ihn zum ersten Mal zu sehen. Jagd nach Obelisken. Sie sind meine zuverlässigsten Führer. Champollion wird im Vatikan empfangen. Der Papst dankte mir dafür, der Religion in der Affäre um das Tierkreisrelief einen großen Dienst erwiesen zu haben. Als hätte ich 15 Jahre lang nur zum Ruhme Gottes geforscht. Die Heilige Schrift soll durch meine Entdeckungen nicht in Frage gestellt werden. Und kein ägyptisches Bauwerk darf älter als 2396 vor Christus datieren, dem Datum der Sintflut. Der Großherzog der Toskana lädt Champollion ein, seine Antikensammlung zu untersuchen. Dort erfährt er, dass die von Giovanni Belzoni und dem englischen Konsul Salt zusammengetragene einmalige Sammlung im Hafen von Livorno versteigert wird. Champollion eilt nach Livorno, um sie als erster in Augenschein zu nehmen. Diese glänzende Gelegenheit zu versäumen, wäre sowohl lächerlich als auch schmachvoll.
Nach langen Verhandlungen erreicht Champollion den Ankauf der Sammlung durch den französischen Staat. Mit seinen neuen italienischen Freunden plant er eine französisch-toskanische Forschungsreise nach Ägypten. Er wird zum Mitglied der Ehrenlegion ernannt und König Karl X. Beruft ihn im Frühjahr 1826 zum Konservator der ägyptologischen Abteilung des Louvre. Meine Räume müssen im ägyptischen Stil ausgestattet werden. Ich werde die Stücke gemäß einer methodischen und wissenschaftlichen Einteilung anordnen und dabei jeweils religiöse Bauwerke, historische Monumente und Grabmale zusammenfassen. Champollion bereichert den Louvre noch um eine zweite, von Konsul Trovetti angebotene Sammlung. Kurz nach der feierlichen Eröffnung seines Museums am 15. Dezember 1827 erfüllt er sich endlich den Traum seines Lebens, eine Reise nach Ägypten. Ich bin ein völlig neuer Mensch. Es kommt mir vor, als sei ich hier geboren. Gleich nach meiner Ankunft kleidete ich mich in die landesübliche Tracht. Man hält mich für einen Einheimischen. Die Teilnehmer der französisch-toskanischen Forschungsreise unter Leitung von Champollion sind junge Enthusiasten, Maler, Zeichner und Architekten. Champollion wird von seinem Schüler, dem Ägyptologen Ippolito Rossellini, unterstützt. In Saqqara besuchten wir die Ebene der Mumien, die übersät ist mit Pyramiden und geschändeten Grabstätten. Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht und ich erlangte Gewissheit über etwas, das ich misslicherweise verschweigen muss. Für Champollion bestätigt sich eine von der Kirche gefürchtete Hypothese: das außerordentliche Alter der ägyptischen Kultur. Er schätzt, dass die Pyramiden aus dem 3. Jahrtausend vor Christus stammen. Der Koloss in Memphis ist ein Ebenbild der Ramses-Statue, die ich in Turin zusammenfügen ließ. Bekäme ich die nötigen Mittel für Ausgrabungen, könnte ich den Louvre innerhalb von 3 Monaten mit den bedeutendsten Statuen füllen. Bei jeder Station machen sich die 12 Mitglieder der Expedition an die Arbeit. Champollion geht auf die Jagd nach Inschriften
kopiert Zielrahmen, überprüft seine Chronologie und notiert die Transkriptionsfehler, die Napoleons Wissenschaftler 30 Jahre zuvor gemacht haben. Auf ägyptischem Boden lebt Champollion auf. Er ist 38 Jahre alt und erinnert sich an seine Jugend, an die Zeit, als er Plutarchs Darstellung des großen Mythos von Isis und Osiris las. Osiris, Herrscher der Welt während des goldenen Zeitalters, lehrte die Menschen die Sternenkunde, machte sie mit den Früchten der Erde vertraut und brachte ihnen Achtung vor den Göttern bei. Sein Bruder Seth war voller Neid, tötete ihn und verstreute die Teile seines Leichnams im ganzen Land. Seit diesem Tag sind alle Menschen sterblich. Die Göttin Isis verwandelte sich in einen Vogel und suchte den zerstückelten Leichnam ihres geliebten Gatten. Isis setzte den toten König zur ersten Mumie zusammen. Osiris erwachte zu neuem Leben und schwängerte auf wunderbare Weise die über seiner Mumie schwebende Göttin. Aus dieser posthumen Vereinigung entstand Horus, der Verteidiger seines Vaters. Osiris, Isis, Horus, die ägyptische Dreifaltigkeit. Osiris ist der Beschützer der Toten, der König der Unterwelt, der Herr der Ewigkeit. Mit dem Wiedererwachen der Natur feierte man jedes Jahr die Mysterien zu Ehren von Osiris, sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. Der Name Theben, der mich schon immer verfolgte, geht mir nicht mehr aus dem Sinn, seit ich die Ruinen der alten Hauptstadt, der ältesten Stadt der Welt, durchstreift habe. In Luxor betrete ich den gewaltigen Palast, dessen Eingang von zwei Obelisken aus rotem Granit gesäumt wird. Ich kann die Inschriften mühelos entziffern. Der Herrscher, der diese Bauwerke errichtete, ist der Pharao Amenophis III., Vermittler der reinen Religion. Er hat sie Amun geweiht, dem Herrn der drei Reiche des Universums. Karnak ist eine regelrechte Stadt. Alles, was ich bisher sah, erscheint mir im Vergleich dazu armselig. Könnte ich beschreiben, was ich hier entdecke, hielte man mich für verrückt.
Verglichen mit den alten Ägyptern sind wir Zwerge. Die ägyptische Kunst verdankt alles, was sie an Großem, Reinem und Schönem geschaffen hat, nur sich selbst. Die Tempelbauten von Philae sind der Göttin Isis geweiht, der großen Zauberin. Gattin, Schwester und Mutter der ersten Götter. Die Flachreliefs erzählen uns den Mythos der Dreifaltigkeit. Ich bin stolz. Nun, da ich dem Lauf des Nils von der Mündung bis zum zweiten Katarakt gefolgt bin, darf ich offiziell verkünden, dass es an meinem Hieroglyphenalphabet nichts zu berichtigen gibt. Es ist auf die Inschriften aller Tempel anwendbar. In Abu Simbel hat der große Pharao Ramses einen Berg in einen Palast verwandelt. Von morgens bis abends besuche ich die alten Könige von Theben in ihren Grabstätten oder vielmehr in ihren mit dem Meißel in den Fels getriebenen Palästen. Ramses IV. Gewährt uns Gastfreundschaft. Wir alle wohnen in seinem prächtigen Heiligtum. Eine wahrhaft fürstliche Behausung. Ich untersuche das größte der Gräber. Das von König Sethos I. Die Wände sind mit so eigenartigen Szenen bemalt, dass ich mich beim Kopieren dieser Darstellungen der Mächte und Gesetze des Jenseits nur auf mich selbst verlassen kann. Eine äußerst raffinierte Psychologie. Ein Quadrat mit einer Tür in einer Ecke und dem Gott Horus in der Mitte bildet den Namen der Göttin Hathor, der Haus des Horus bedeutet. Die beiden Gesichter bedeuten an der Spitze. Die drei Zeichen bilden den Namen Theben. Das vierte Zeichen ist die Hieroglyphe für Stadt. Hathor an der Spitze Thebens. Im Interesse der Kunst wagte ich es, mit einer profanen Säge dieses Flachrelief herauszulösen, auf dem die göttliche Hathor König Sethos I. empfängt. Jeden Abend verschluckt die Göttin Nut die Sonne.
Der verstorbene König muss wie die Sonne Prüfungen bestehen, um im Jenseits wiedergeboren zu werden. Die 12-stündige nächtliche Reise des königlichen Bootes lässt sich genau verfolgen. Am Morgen erwacht die Sonne zu neuem Leben und ist jünger als zuvor. Die Texte enthalten Tafeln über den Aufgang der Sternbilder und ihre Einflüsse. Die Astrologie wurde in diesem Land, in dem die Religion Grundlage der gesamten gesellschaftlichen Organisation war, schon seit Urzeiten betrieben. Innerhalb von anderthalb Jahren habe ich Arbeit für ein ganzes Leben angehäuft. Meine ägyptische Grammatik wird meine Visitenkarte für die Nachwelt sein. Es ist von allergrößter Bedeutung, dass für die Erhaltung der antiken Monumente gesorgt wird. Über ein Dutzend der von der ägyptischen Kommission dokumentierten Stätten sind innerhalb von 30 Jahren verschwunden. Pascha Mehmet Ali hat wenig Interesse an diesen alten Steinen. Er verspricht Frankreich, die Obelisken von Luxor zu schenken, die Champollion vor seinem Museum aufstellen möchte. Zurück in Paris kümmert er sich darum. Den rechten Obelisken müssen wir zur Zierde unserer schönen Hauptstadt auswählen. Ich habe für das Museum einige Stücke mitgebracht, die eine Vorstellung von der Pracht der pharaonischen Kunst vermitteln. Ich schenke sie dem Louvre zur Erinnerung an mich. Bei seiner Rückkehr ist Champollion krank und erschöpft von seiner Reise. Der Begründer der Ägyptologie ist nun in ganz Europa berühmt, wird zum Professor am Collège de France berufen und widmet seine letzten Jahre der Lehre. Champollion stirbt am 4. März 1832 im Alter von 41 Jahren. Dreitausend Jahre zuvor schrieb ein Schriftgelehrter diese Worte. Ihre Stelen sind mit Sand bedeckt, ihre Gräber vergessen. Aber ihre Worte werden immer noch zitiert, dank der Bücher, die sie schrieben. Ein Buch errichtet Tempel und Pyramiden im Herzen desjenigen, der seinen Namen bewahrt.